heute beschäftigen wir uns mit dem Bildprogramm der Himmelsscheibe. Was ist dort in goldenen Zeichen eigentlich gemeint? Was ist darauf angebracht? Was bedeutet eigentlich dieses Bild, das auf den ersten Blick so einfach ausschaut wie ein Verkehrsschild, das aber doch relativ kompliziert ist? Und genau das ist das Faszinierende, dass das Bild einfach ist, so wie eine einfache Formel E ist gleich mc Quadrat und doch sozusagen eine ganze Welt an Wissen beinhaltet. Also die Komplexität heruntergebrochen auf eine einfache Formel, das ist eigentlich das Geheimnis grandioser Physik und auch das Geheimnis dieses fantastischen Bildprogrammes. Wenn wir uns die Himmelsscheibe etwas genauer ansehen, dann sehen wir ja diese erste Phase, die nur aus Sternen, 32 Sternen, Sichelmond und Vollmond besteht. Und in dieser Phase sehen wir ein Sternbild, das Sternbild der Plejaden. Und ansonsten sehen wir den sternbildfreien Himmel an sich. Man hat also bewusst durch gleiche Abstände vermieden, dass durch Zufall weitere Sternbilder entstehen. Der Mensch neigt ja dazu, Muster zu erkennen, sondern dass nur ein einziges Muster erkannt wird, nämlich das Muster der Plejaden. Das bedeutet, den Plejaden muss eine ganz besonders große Bedeutung zukommen und das ist in der Tat so. Schon in der Antike sind die Plejaden Schifffahrtssterne, an denen man sich orientiert. Es sind aber vor allem Sterne, an deren Aufgang und Untergang man das bäuerliche Jahr gleichsam festmachen kann. Nicht? Sie erscheinen im Frühjahr, sie gehen unter im Herbst. Und das ist wichtig, weil sie das bäuerliche, sommerliche Jahr sozusagen mit ihrer Erscheinung und ihrem Prangen am Himmel abbilden. Man hat hier aber noch mehr abgebildet. Man hat einen Mond, der relativ dick ist, der Sichelmond. Das ist kein Neumond, sondern das ist ein Mond, der ist etwa 4 Tage alt. Und dieser etwa 4, 4,5 Tage alte Mond in Verbindung mit diesen Plejaden geht auf eine alte Mul-Apin-Regel im Vorderen Orient zurück. Die ist zwar erst im 7. Jahrhundert vor Christus aufgeschrieben, aber wahrscheinlich wesentlich älter. Und diese Regel löst ein Kardinalproblem des Kalendermachens. Und das Kardinalproblem des Kalendermachens ist, dass das Sonnenjahr 365 Tage lang ist und dass das Mondjahr nur 355 Tage lang ist. Also 10 Tage Differenz zwischen Sonnen- und Mondkalender. Wir haben heute einen Lunisolarkalender, Sonnen- und Mondkalender verschnitten. Das war damals aber überhaupt nicht möglich. Man musste sich entscheiden, wollte man einen Mondkalender haben, also die Mondphasen, die Woche, den Monat benutzen, dann hatte man gleichsam einen ganz alten jägerischen Kalender, wie er wahrscheinlich Jahrhunderttausende von den Menschen natürlich bemerkt wurde im Tageslauf. Oder wollte man als Bauer, der ja den Zeitpunkt der Aussaat und Ernte kennen musste, einen Sonnenkalender haben. Dann war der Mondkalender sozusagen schwer damit in Einklang zu bringen. Es sei denn, man kannte die Regeln, wie man beide verschneidet, wie man also 365 und 355 Tage in Harmonie bringt. Und dazu muss man eigentlich nur alle 3 Jahre 30 Tage einfügen. Das heißt, einen Monat einfügen. Aber die Frage ist, wann fügt man diesen Monat ein? Und diese Regel ist die sogenannte Mul-Apin-Regel. Das sieht man hier in der Konjunktion des 4 Tage alten Mondes und der Sterne. Der Mond ist also im ersten Jahr der Differenz schmal und wird immer dicker. Und wenn er so dick ist, das sieht man ganz einfach himmelsmechanisch, dann fügt man den Monat ein und Sonnen- und Mondjahr sind wieder intakt und man kann einen validen Lunisolarkalender machen, so wie wir ihn kennen. Die Frage ist natürlich, was bedeutet dieser rätselhafte Vollmond? Dieser Vollmond kommt natürlich 14 Tage nach dieser Konjunktion etwa, der zeigt natürlich dann den Vollmond und den tatsächlichen Frühlingsbeginn. Es könnte sich aber hier natürlich auch um die Sonne handeln, zumal hier eine ganz, ganz feine Korona verläuft. Ich glaube nicht, dass diese feine Korona etwa von der Befestigung kommt, sondern ich glaube, dass man dort entweder eine Mond- oder eine Sonnenkorona zeigen möchte. Beide Himmelskörper verfügen ja über solch eine Korona. Das heißt also, wir haben hier verschlüsseltes Wissen, um einen Kalender zu machen. Und dieses verschlüsselte Wissen ist möglicherweise sogar nochmal verschlüsselt. Denn 32 Sterne
und der Vollmond sind 32 zu 33 Rundobjekten. Und das ist ja bekannt, nicht? 33 Mondjahre entsprechen 32 Sonnenjahre. Und das könnte hier eine weitere Verschlüsselungsebene sein. Man sieht, das ist also tatsächlich wirklich wie ein geheimer Code. Wer das wusste, hatte Macht über die Sterne, war Bestandteil sozusagen der himmlischen Sphäre, konnte einen validen Kalender machen, das war für jeden sichtbar und konnte mehr sein als ein Häuptling, er konnte ein König sein. Woher die Person das Wissen bekam, das besprechen wir an einer anderen Stelle. Jetzt sehen wir aber, dass dieses Wissen verloren geht, und zwar daran, dass plötzlich hier zwei Horizontbögen befestigt werden. Und dazu wird das sorgfältig austarierte erste Bild zerstört. Man überprägt die beiden Sterne und man versetzt diesen Stern. Das heißt, das alte Bild zählt nicht mehr, und jetzt zählt Horizontastronomie, Sonnenastronomie, der Lauf der Sonne während des Jahres von der Sommersonnenwende am 21.06., wo die Sonne weit aufgeht im Osten und dann im Westen tief untergeht, verläuft der Sonnenlauf über 82 Grad, etwa auf der Höhe von Pömmerl, dem Magdeburg. Und hier im Winter am 21.12. verläuft die Sonne ganz flach und geht auch flach wieder unter. Das ist was ganz anderes. Man weiß hier nichts mehr von dieser Regel, die ist vergessen. Ob der Träger sie nicht weitergab oder starb, ob die Himmelsscheibe geraubt wurde, all das weiß man nicht. Aber man weiß, es ist ein toller Gegenstand, den man jetzt aber sozusagen aus einem verborgenen Gegenstand des Logos, weil einer die Kenntnis hat, die er dort wie mit einer Schrift niederschreibt, zu einem Gegenstand macht, den man öffentlich zeigen könnte. Allerdings ist auch dieses Wissen ziemlich elaboriert, denn Sie sehen vielleicht, dass hier der Abstand größer ist als hier. Das heißt, die Horizontbögen sind nach oben verrutscht, und das entspricht tatsächlich einer Naturbeobachtung. Die Sonne geht etwa 1 bis 2 Grad nördlicher auf, als sie tatsächlich aufgeht, durch die Linsenwirkung, die atmosphärische Refraktion der Atmosphäre. Und das wird hier abgebildet, was gar nicht so einfach ist, das hier zu messen und abzubilden. Und das bedeutet, hier ist Norden und hier ist Süden, hier ist Osten und hier ist Westen. Es sei denn, man hält die Himmelsscheibe über den Kopf wie die Sternenkarte, dann sind die Himmelsrichtungen Ost und West umgedreht. Das wäre die zweite Phase. Und jetzt kommt eine dritte Phase, und zwar die Anbringung dieses bananenförmigen goldenen Bogens, den wir schon betrachtet haben und bei dem es sich um ein Boot handelt, und zwar um ein Boot, wie wir es mit so gebogenen Kiel und so einer Fiederung aus der Ägäis oder vor allem aber auch aus Ägypten kennen. Und in Ägypten ist es so, dass ein goldenes Schiff den Pharao und den Sonnengott durch die Nacht und durch den Tag fährt, in einer Tag- und Nachtfahrt der Sonne. Und hier sehen wir, kommt ein neues religiöses Element. Wir alle kennen religiöse Symbole, beispielsweise das Kreuz, das christliche Kreuz. Das sind Symbole, die es Jahrtausende gibt. Und genau das passiert hier in Ägypten. In Ägypten hat man das Schiff des Sonnengottes, das die Nachtfahrt der Sonne macht. Und unser Freund und Kollege Fleming Cowell hat die Vorstellung und die Idee, dass in der Bronzezeit diese Schiffsidee zu uns kommt aus Ägypten. Und das erste Beispiel, das wir hätten, wäre hier in Nebra. Und das würde ja insofern gut passen, als wir ja erklären müssen, wie die Menschen damals zu dieser Idee des Mulapin kamen, dieser Schaltregel mit den Plejaden, und wie die Menschen auf die Idee dieses Himmelsschiffes kamen. Und da hätte man die Idee von zwei Reisen, eine Reise in den Orient, bei dem man diese Regel erfährt, eine Reise in den Orient, bei dem man diese Schiffsreise, diese mythologische Schiffsreise erfährt und die zu uns bringt. Schließlich wird die Himmelsscheibe nochmals geändert durch einen neuen Besitzer. Wir sehen, das Schiff wird eigentlich zerstört durch Lochung, die Horizontbögen werden zerstört. Es gibt einen ganz anderen Zusammenhang. Die Himmelsscheibe wird jetzt befestigt auf einen organischen Träger und wird vermutlich einfach als Standarte benutzt, einfach als Himmelsdarstellung an sich.
Also wieder eine andere Bedeutung, eine ganz öffentliche Bedeutung. Man könnte sagen, das Bildprogramm der Himmelsscheibe geht vom Logos zum Mythos, also von der intellektuellen Idee, die einem Einzelnen die Kalendermacht gibt, zu einer öffentlichen Präsentation in einer Art Gottesdienst. Hier haben wir auch Anhaltspunkte im Norden, in den Felsbildern, dass solche Himmelsscheiben auf solchen Standarten umgesteckt wurden oder Ähnliches. Und schließlich wird die Himmelsscheibe dann des Goldbogens beraubt, deponiert und dann den Göttern übergeben. Wie es mit der Himmelsscheibe weitergeht und was auf der Himmelsscheibe alles noch zu entdecken ist, sehen wir in der nächsten Folge.